willkommen, liebe Zuschauer, zu den Bodylife TV News. Heute unter anderem im Programm: FIBO 2009, die Fitnesswelt blickt nach Essen, Motivations-DVD für Abnehmwillige, Höhentraining am Niederrhein, Bodylife war aktiv und die lukrative Theke, Maßnahmen zur Verkaufsförderung. Am 23. April startet die internationale Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit. Damit Sie Ihren Besuch in Essen optimal vorbereiten können, haben wir unter www.bodylife.com/fibo die wichtigsten Infos rund um die Messe für Sie zusammengestellt. Auf unserer FIBO-Sonderseite finden Sie unter anderem alle Infos über die neuesten Messeprodukte, die Nominierten des Innovation Awards 2009, das umfangreiche Rahmenprogramm sowie die Hallenpläne als Download. Auch am Stand von Bodylife in Halle 2 wird es eine Premiere geben. Im Rahmen der FIBO präsentiert das Karlsruher Verlagshaus erstmals die Branchenstudie 2008 mit aktuellen Zahlen, Daten und Fakten zum deutschen Fitnessmarkt. Der Ernährungsspezialist Mailein schlägt dem gefürchteten inneren Schweinehund jetzt ein Schnippchen. Mit der interaktiven DVD Coach für die Couch sollen Kunden von zu Hause aus fürs Training motiviert werden. Das ist ein Motivationsinstrument. Man drückt auf den DVD-Player, auf den Knopf, startet die DVD und findet dort wirklich die führenden Experten zum Thema Motivation, Zeitmanagement, Kochen und Interaktion zum Mailein 8-Wochen-Kursprogramm, sodass man zu Hause sich per Knopfdruck die Motivation holt, dann doch die Trainingstasche in die Hand zu nehmen, um ins Mailein Fitnessstudio zu gehen, um Sport zu machen. Die zweistündige DVD mit den vier Bausteinen Motivation, Zeitmanagement, Fitnesstraining und Kochen ist Bestandteil der Mailein Schulungsunterlagen und steht exklusiv den Teilnehmern des 8-wöchigen Abnehmkurses zur Verfügung. Das ausführliche Interview mit Alexander Dillmann sowie alle Neuheiten des Mailein Update Kongresses finden Sie unter www.bodylife.com/mailein. Für Spitzensportler ist Höhentraining ein fester Bestandteil der Wettkampfvorbereitung. Die Kölner Höhenbalance AG will das effektive Training mit Hilfe modernster Technik nun auch im Fitnessstudio etablieren. Ziel: die Erschließung neuer Zielgruppen. Insgesamt 6 Teilnehmer kamen am 11. März ins Höheninstitut nach Köln, um das Prinzip des Trainings in sauerstoffarmer Luft in Theorie und Praxis kennenzulernen. Nach einer Einführung in die wissenschaftlichen Grundlagen durch den Höhentraining-Experten Prof. Dr. Hermann Buhl wagte sich auch unser Redaktionsmitglied Klaus Springer in die Höhenkammer und absolvierte auf 4010 Meter eine 20-minütige Trainingseinheit. Bestimmte Anzahl von Generatoren entzieht der normalen Luft Sauerstoff, reiche das Ganze dann mit Stickstoffanteilen an, sodass letztendlich praktisch jeder Raum unter Höhe gesetzt werden kann. Man kriegt es eigentlich gar nicht so wirklich mit, zumindest zu Beginn des Ganzen. Ich bin da aufs Laufband draufgestiegen und habe dann ganz normal meine Geschwindigkeit eingestellt, wie in einem normalen Studio auch, wenn ich einen Workout anfange. Aber irgendwann auf einmal, ja, das Herz hat dann ganz schön zum Rasen angefangen. Es war dann doch alles insgesamt schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Musste dann auch die Geschwindigkeit drosseln, weil auch immer die Sauerstoffsättigung überprüft wird. Eine weitere Möglichkeit, die passive Variante. Denn selbst ein passiver Aufenthalt in der Höhe löst die verschiedenen Anpassungsreaktionen im Körper aus, die unter anderem die Ausdauerleistung verbessern und das persönliche Gewichtsmanagement unterstützen. Wer mit seiner Theke nicht nur ein schönes Möbelstück, sondern auch ein lukratives Profitcenter im Studio haben möchte, der sollte sich den 16. April vormerken. Denn dann steht Andreas Scholz, Präsident der Gesellschaft für Ernährungsforschung, im Rahmen unseres dritten Live-Chats im Bodylife-Forum Rede und Antwort über die effektivsten Maßnahmen zur Verkaufsförderung an der Studiotheke. Der Diplom-Ökotrophologe hat sich auf das Thema emotionaler Verkauf spezialisiert. Darüber hinaus können auch Fragen zu der richtigen Nahrungsergänzung für die Erreichung individueller Trainingsziele gestellt werden. Falls auch Sie sich aus erster Hand informieren wollen, besuchen Sie unseren Chat am 16. April zwischen 15 und 16 Uhr unter www.bodylife.com/forum. Das waren die Bodylife TV News für dieses Mal. Die neue Ausgabe sehen Sie ab dem 15. April hier an dieser Stelle.